Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Police Stories 2. Ich habe jetzt einfach schon mal ein, zwei Mal durchgespielt und dann ist mir aufgefallen, hey, ich habe euch die letzte Unterhaltung noch gar nicht gezeigt. Oh, da liegt noch Koks. Darum spiele ich es nochmal ein weiteres Mal durch und ja. Man muss es auch, ich habe mich geärgert. Auch so eine lustige Geschichte. Ich habe es mehrfach durchgespielt und ich dachte, ich hätte euch die Diskussion schon gezeigt, die wir gleich am Ende führen. Katze, nein, danke. Du brauchst nicht kratzen. Danke trotzdem. Und habe sie jedes Mal übersprungen und habe mich geärgert, dass ich nicht weiterkomme. Man muss die Diskussion durchlaufen lassen, weil wenn man die überspringt, kann man die nächste Mission nicht spielen. Das ist, kann einen ganz schön frusten. So, Katze, du willst Aufmerksamkeit, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich jetzt wegen dir sterbe, ne? Dann... Ja, der rennt aufs Klo. Ist er vielleicht alleine? Okay, dann war's das schon. So, und haben, glaube ich, auch einen neuen Rekord gemacht. Bleib mal so sitzen, Katze. Das ist ganz gut. Genau, B- ist jetzt das Beste, was ich je hatte hier. Ja, Beamte verletzt. Mimi, das kann ja mal passieren. So. Diskussion nicht überspringen. Nicht überspringen. Ich habe schon meinen Finger wieder auf die Enter-Taste. So, John, stop! Also, ich und mein Partner hier, wir haben nicht gerade viel Zeit. Also, stiehl sie uns nicht und sag uns, was wir wissen wollen. Kapiert? Ja, ja, ich hab's kapiert, Mann. Was habt ihr hier zu schaffen gehabt? Nichts eigentlich. Der Plan war, hier eine Weile zu bleiben und zu warten, bis einer von uns unseren Jungs anruft. Und dann sollten wir zu... Ach, scheiße. Egal. Wir wollten irgendwo hin. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Hm. Wohin? Wohin? Spuck's aus, sonst. Okay, hör einfach zu schreien auf, Mann. Zum Lagerhaus. An der Armor Street. Gleich neben dem Apartmentkomplex, Mann. Also, viel weiß ich nicht darüber, über die Sache. Aber anscheinend ist dieses Lagerhaus bis oben voll mit Waffen. Ich habe gehört, ein paar Typen darüber geredet haben, dass sie auf was Größeres vorbereiten. Ja. Worauf vorbereiten? Keine Ahnung, Mann. Ehrlich. Ich bin erst seit 4 Monaten bei diesen Typen. Einen Scheiß würden die mir erzählen, Mann. Ich habe gesagt... Ich meine, das ernst, Mann. Ich weiß nichts. Worauf? Bitte. Vorbereiten. Ich sag die Wahrheit. Bitte tu mir nichts, Mann. Ich will nicht, Mann. Ich glaube, er sagt die Wahrheit, John. Hey, wir haben eine Spur. Das sollte uns doch weiterbringen, oder? Komm. Schauen wir uns dieses Lagerhaus mal an. Und ich werde heiser, weil ich hier die Stimme verstelle. Und es überhaupt nicht kann. So, und ich weiß jetzt gar nicht, Zusammenfassung? Achso. 4 Gegenstände, wir hatten letztes Mal noch... Ach, Besprechung. Nee, es ist wieder zu derselben Mission. Wir sind mittlerweile hier. Und davon wollen wir die Einsatzbesprechung haben. In Action. Besprechung. Also war der 211 im Armadillo nur ein falscher Alarm. Aber offenbar seid ihr da in einer weitaus größeren Sache auf die Schliche gekommen. Fahrt zu dem Lagerhaus, das der Verdächtige erwähnt hat. Hoffentlich kommt ihr vor dem Rest seiner Gang an. Falls nicht, macht die fertig. Okay, 8 Verdächtige, 3 Zivilisten, die erschieße ich manchmal auch. Jo, erste Hilfekasten.
Blend und ich nehme den Handgriff, damit ich besser zielen kann. Den haben wir jetzt durch die erste Mission quasi bekommen. Erleichtert die das Ziel mit dem Gewehr ganz erheblich. Ich bin gespannt. Eigentlich ist es natürlich gut, dass ich nicht gut zielen kann, aber auch der hat einen Angriff. Okay. Dann starten wir mal. Den Weg zum Lagerhaus legen wir zurück, ohne viel zu reden. Doch ich wusste auch so, dass Ben John vor sich ging. Achso. Er war so aufgeregt, wie ein Kind an Heiligabend. Er hatte Mühe, still zu sitzen. Das gefiel mir an ihm. Seine Einsatzbereitschaft. Seine Leidenschaft, seine Energie. In solchen Momenten wurde mir bewusst, dass wir beide, ich und er, für das geboren worden waren, was wir hier taten. Das fühlte sich einfach alles so richtig an. Rückblende. So, hier kann ich gar nicht weiter. Unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Get down. Get down. Okay. Go. Copy that. Suspect spotted. Get down. Zip him up. Roger. Okay. Hands up. So langsam hat man's drauf. Oh, Koks. Regroup on me. Ah, ist ein großer Raum. Entschuldigung, Krankenwagen, falls ihr es hört. Ich schick meinen Kumpel wieder rein. Copy that. Suspect spotted. Get down! Get down now! Go. Stand down. Get down now! Scheiße. Get down! Warum kommst du nicht, Kumpel? Wäre fast schon klug, von zwei Seiten zu kommen, ne? Get over there. Roger. Warte mal. Lenz? Go. Nein! Nein, 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 nein! Hands up! Get down! Hands up! Fuck! Nein, ich hab die Wahl! Scheiße! Ich hab's schon geahnt. Okay, okay, okay. Ich muss auf jeden Fall weniger fluchen. In der ersten Folge muss ich mich mal entschuldigen. Ich hab verdammt viel geflucht, aber das Spiel macht wirklich Spaß. Hotline Miami war ja auch manchmal. Hat mich gefrustet, aber es macht einfach Spaß. Ich bin unschuldig, das sagen sie alle. Get down now! Get down now! Okay. Bevor er geschossen, bevor er schießen konnte, hat er geschossen. Hier rein. Roger that. Hands up! On the ground now! Hands up! Get down! Ah, selbe Situation wieder. So, diesmal sind wir ein bisschen klüger. Das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich dich da hinstellen. Go. Affirmative. So, ich wollte nächste Ausrüstungswaffe nehmen. Get over there. Roger. Hands up! Er hat auf mich gezielt. Okay. Diesmal standen nur zwei Leute hier drin. Regroup on me. Oh. Scheiße, ich dachte, ein Schuss reicht. Aber wir sind nur leicht verletzt, oder? Go. Roger that. Suspect spotted. We have a suspect down. All in on me. Hier ist ein Telefon, was blinkt. Get down. Oh, hier ist Koks, das nehmen wir mit. Yeah, ich zieh mir mal eine Line durch die Nase. Stand down.
Dann geht das wieder. Hey, kommst du? Da ist jemand drin. Na, scheiße. Lockpick the door. Affirmative. Opening the door. Get down. Affirmative. Fuck! Ich wollte gerade noch vorbeigehen und dann brrrr machen, aber... Okay. Aber wir stellen uns mittlerweile schon besser an. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, wir schaffen das gleich. Easy peasy. So. Lag noch Koks, Koks, Koks. Nee, geh mal durch die Tür. Hier ist keiner. Jetzt bin ich auch hier, jetzt kann ich auch selber aufheben. Nein, die Taste, nein, die Taste. Die Taste. Get down now. Oops. Fall in on me. Boah, dann. Go, Roger. Get down now. Get down. We have a dead suspect. Fall in and stay close. Achso, die Waffe kannst du nochmal aufheben. Get that. Affirmative. Regroup on me. Move. Copy that. Nee, komm, wir gehen außen rum. Ist jemand auf dem Gang? Jetzt mal den Gang checken. Get down now. Scheiße, ich bin verwundet. Offizier verletzt. Get down now. Fuck, der ist da. Okay, okay, okay. So, da ich ja verwundet bin, heilen wir uns mal ganz kurz. So sieht es ja schon besser aus. Nachladen. Keine Drogen mehr hier. So, die Scheißhäuser sind ja auch gefährlich. Da sind wir ja gerade verreckt dran. Get over there. Gut. Mein Kumpel hat noch gewartet, ich nicht. Nur die Tür öffnen. Schon, hat schon so ein kleines Massaker an sich hier. Letzter Raum. Nachladen. Tür öffnen. Er ist alleine. Kumpel, darfst du die Handschellen anlegen? Cool! Das mit so wenig Versuchen? Yeah! Aber das ist wahrscheinlich C oder D, ne? Von der Note her. Na egal. Wir sind durch. Ja, D plus. Gut, kann ich mitleben. In diesen Unterlagen steht, dass die Ware in diesem Lagerhaus Stone and Roberts gehört. Einer der größten Waffenhersteller und Händler im ganzen Land. Wir haben Verträge mit dem FBI, der CIA, der Armee und zahlreichen Söldneragenturen. Teufel auch. Ich glaube, aus unser Revier hat was von deren Kram. Achso. Weißt du, was komisch ist? Wenn diese Unterlagen korrekt sind, dann gibt es hier tonnenweise Sprengstoff. Schau dir mal den Ordner hier an. Zeitgesteuertes C4-Sprengsatzsystem. Hier ist genug, um, naja, etwa 100 Bomben zu bauen. Was sollten die so viel? Klingelingeling, klingelingeling. Ich gehe ran. Moment, Moment. Wir sollten den Anruf zurückverfolgen.
gute Idee, Johnny. Lass mich nur eben die Peilausrüstung holen. Ach, stimmt ja. Die habe ich gerade nicht dabei, weil wir ja... Du weißt schon... nicht bei einer Fernsehserie sind. War mir auch schon klar. Egal, ich gehe jetzt ran. Klick. Hey, wir sind gleich bei Stanley Tweaks Haus. Seid ihr mit der Fracht fertig? Ich? Ja. Alles fertig. Moment mal. Karl, bist du das? Ja, ich bin's, Karl. Klingt aber nicht nach Karl. Wer ist da? Bullen, scheiße! Mist. Wir haben aufgelegt. Das war Oscar Ralf Karl. Haben die was gesagt? Ja, was über... Stanisnevsky, was? Kevin Stanisnevsky, ein junger Regisseur. Der kommende Star der Primrose Studios. Und ein Typ, der jede Menge Leute kennt. Gefährliche Leute. Wie auch immer. Kann sein, dass ich weiß, wohin die wollen. Steig in den Wagen. Ich habe so ein Gefühl, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Yippie-yay, Pfefferspray. Ja, das könnte man wirklich gut gebrauchen für die Leute, die unentschlossen sind. Aber bis ich das gewechselt habe und dieses Pfefferspray ausgewählt habe, da hat der Typ schon seine Waffe gezückt. Also weiß ich nicht, ob ich das mitnehmen sollte. Das Pfefferspray. Tja, Mission 3. Gehen wir mal in die Einsatzbesprechung. Erst ein Angriff auf das Lagerhaus voller Sprengstoff und jetzt vielleicht noch eine Geiselnahme. Und ihr wisst, ihr Jungs wisst, was ihr heute Nacht zu tun habt. Kevin Stanisnevsky ist der aktuelle Shootingstar der heimischen Filmindustrie. Also sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Denkt daran, dass er in einem ziemlich noblen Viertel lebt und beschränkt die Ballerei auf ein Minimum. Sonst gibt's schlechte Publicity. Fick dich. Baller so viel rum, wie ich will. So. Blendgranate. Also ich nehme auf jeden Fall wieder eine Erste Hilfe. Oder zuletzt benutzt es. Genau, das Z nehmen wir. Pfefferspray. Ich bin mal, hilft dir, sachdienliche Hinweise zu bekommen, ohne zielbleibende Schäden zuzufügen. Okay, das kriegt er mal und dann kriegt dann Dietrich und dann kriegt er die Blend, dann nimmt er den Handgriff mal weg. Eh nicht den Griff brauchen wir nicht. Sag den mal mit. Die Blendgranate. Kevin Stanisnevsky? Hier spricht die Polizei. Aufmachen. Komisch. Als wäre niemand da. Aber das Licht brennt. Ja, das ist alles komisch. Moment mal. Runter, sofort! Holla! Diese Jungs schießen erst und fragen später. Bist du bereit? Ja, bringen wir es hinter uns. Okay, okay, die wissen also, dass wir da sind. Die Musik war bei Hotline Miami, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Let's walk. Jetzt hätte man das Pfefferspray gebrauchen können. Er ist nach links gelaufen.
Alter! Ha, da sieht man noch die Kugel durch mich durchfliegen. Das war gut. Man muss ja mal dem Level. Sie musste ja schon fast auswendig kennen, die Level hier. Und schon. Das ist eine. Ach so, das soll so ein. Ach, so ein Ghetto-Kids aus den 90ern sein hier, so mit. Hält auch die Waffe schräg. Ihr habt ja eher angefangen zu schießen. Hey! Oh, fuck, ey. Was? Unerlaubte Gewaltanwendung? Typ hat eine Waffe. Hab ihn erwischt. Alter! Oh, da steht. Achso. Nimm mal fest. Roger that. Get down now. On the ground now. Ups, das ist nicht eh. Das ist. Oh, sammel das nochmal ein hier. Kleine Räume, ich hasse kleine Räume. Okay, nimm du mal die Drogen und ich leg da mal Handschellen an. Oh, ich hasse diese kleinen engen Räume. Finde ich echt zum Kotzen. Aber er hat einen Dietrich. Und ich finde echt cool, dass man so Blutspuren sieht. So. Open the door. Handschellen. Zack. Oh, hier liegt noch eine Waffe. Wollt sich wohl verstecken, ne? Ah, jetzt habe ich gar nicht mehr auf die Level geachtet. Fuck, ey. Weil das erste Level sah ja echt aus wie bei Sons of Anarchy. Jetzt weiß ich, habe ich hier gar nicht aufgeäußert, aus wie eine ganz normale Wohnung. Wenn ihr dann wisst, aus welchem Film das hier spielen sollte oder das vorige Level, also ich glaube nicht, dass sie das nur beim ersten machen. Ich denke mal, wenn ich jetzt das Spiel entwickelt hätte, ich jetzt durchgezogen. Irgendwie meine Lieblingsfilme. Und dann jedes Mal. Wie negativ. Mach die Tür auf, Mann. So. Das ist aber ein volles Haus hier. Wir haben noch gar nicht diesen großen Raum abgesichert, ne? Fuck, der ist da. Mann, ich hab gezögert. Weil ich den Typen noch. Ich heil mich mal ganz kurz. Weil ich den Typen da noch irgendwie hindirigieren wollte. Gib das mal auf. Der Raum scheint durch zu sein. Los, go! Nein, nein! Alter! Weil ich ihn in diese Richtung hingestellt habe, oder was? Ah! Das wäre fast schief gegangen. Was ist das? Es blinkt einfach nur. Okay. Boah, ich heil mich, glaube ich, nochmal. Ups. Na komm, kann ich nicht? Kann ich dich heilen? Oh, das geht. Cool. Das habe ich letztes Mal nicht hingekriegt. Okay. Wieder was dazugelernt. Boah, das ist echt ein Massaker. Ich habe Angst vor dem letzten Raum. Geh durch da. Okay. Go. Roger. Stand down. Huh. Opening the door. Get down. Roger, spotted. Hands up. Get down now. Ist allein auf dem Klo? Wunderbar. Hey, cool. Alter.
Nice! Ja, 10 Minus, aber wir haben jetzt zwei, drei Versuche gebraucht. Das ging ratzefatz. Ey, wie oft bin ich im ersten Level gestorben? Jetzt habe ich den Groove. Tut mir leid, Mann. Gott, es tut mir ja so leid. Was hast du da? Was tut dir leid? Ich habe denen geholfen. Die haben mich gezwungen. Wozu? Raus damit. Ich hab eine Bombe im Studio gelegt. Eine Bombe? Im Filmstudio? Die haben mich gezwungen. Ich wollte das nicht. Aber die... Bitte, bitte. Ihr müsst mir glauben. John, wir müssen los. Sofort. Keine Ahnung, ob der jetzt lügt oder nicht. Aber wir müssen uns das selbst ansehen. Was ist mit dem? Ich habe die Zentrale angerufen. Unsere Jungs sind hierher unterwegs. Die kümmern sich um den. Jetzt komm. Nice. Endoskop. Oh, das ist geil. Ein Endoskop, das ist ja richtig gut. Showtime. Wäre dann die nächste Folge. Ja, wir sind gut vorangekommen. Also, ja, wird das zweite Video ein bisschen kürzer, aber wir haben jetzt ganz schön viel gesehen im zweiten Video. Die Schwierigkeit stelle ich aber nicht hoch, weil ich habe das Gefühl, dass die ersten noch leichter sind und später werden die wahrscheinlich die Bereiche größer und schwieriger. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Gut, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Like das Video. Vergesst nicht, mir auf Twitter zu folgen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.